Schönen guten Abend. Wir wollen heute über das Arbeiten, das entfernte Arbeiten oder remote Zugriff auf Maschinen sprechen. Gell? Und ja, remote kann weiter weg sein, gell? Das kann irgendwo ein Server sein, den wir im Internet betreiben. Gell? Remote kann auch ja, im Betrieb sein. Gell? Wir greifen also von einem Arbeitsplatz auf den Server zu. Gell? Der einfach nur im Keller steht, oder remote kann auch sein, dass wir ja, von unserem Arbeitsplatzcomputer auf, ja, auf ein kleines Gerät zugreifen, gell, das hinter dem Fernseher steckt, gell, und das wir eben dann im Netzwerk betreiben. Gell. Also remote kann vieles bedeuten. Gell. Und da wollen wir jetzt mal schauen, gell, also remote gibt es eigentlich mehrere Dinge, die man so remote nennt. Gell? Also remote unterscheidet man so zwischen ja, Desktop-Zugriff, wenn man also den ganzen Desktop zur Verfügung hat. Gell? Und da gibt es dann viele Lösungen, die man da eben verwenden kann. Gell? Oder etwas, was wir im Bereich, im administrativen Bereich auch ganz gerne haben, ist, wenn wir in der Shell einen entfernten Zugriff haben können. Und in der Shell einen entfernten Zugriff machen, das macht man ganz gerne mit SSH. Gell? Also SSH ist ein, ja, ist ein Programm, der SSHD, gell, das ist der Server dazu, gell? Also SSH das Programm, der Client, SSHD der Server. Gell? SSH ist aber auch ein Protokoll, wenn wir so wollen. Gell? Also da gehört dann eben in der Anwendung einiges mit dazu. Und was zeichnet SSH aus? Gell? Es liegt schon im Namen. Gell? Also SSH steht für Secure Shell. Das heißt, eine Verbindung über SSH ist verschlüsselt. Gell? Das heißt also, dass es für jemand sicher sein soll, wenn er mit SSH mit dem Server kommuniziert. Das heißt also, zwischen ja, der ursprünglichen Maschine und dem Server, weil in der großen weiten Welt sollte es sehr schwierig sein, hier in die Verbindung einzudringen, sie zu übernehmen oder sie abzuhochen oder so. Gell? Also das sollte so sein. Aber gehen wir mal zurück. Gell? Also am SSH, gell? Das hat es nicht immer gegeben. Gell? Okay, also da, wenn man in die Geschichte gehen, gell? Also SSH ist 25 Jahre alt. Gell? Networking auf Paketebene ist aber 50 Jahre alt. Gell? Also SSH ist überhaupt erst in der zweiten Hälfte des Networkings verfügbar gewesen. Gell? Gehen wir mal zurück. Es gibt eine Alternative dazu, die zwar nicht sicher ist, aber eine längere Geschichte hat, und das ist Telnet. Gell? Okay. Ja. Also, Telnet, gell, Port 23, während SSH Port 22 normalerweise benutzt, gell, oder kommen wir noch zum Port, gell. Telnet, das ist eben das alte Protokoll, das im Klartext übertragen hat, gell, also dort wurde nichts verschlüsselt, gell. Und zwar haben wir da wieder einen Client, gell, und wir haben einen Server, gell. Und um es jetzt gleich mal vorwegzunehmen, den Telnet-Server auf einem physischen Server, um den Server also irgendwie zu verwalten, der ist gestorben. Gell? Also das glaube ich nicht, dass das noch irgendjemand einsetzt. Aber, und jetzt wird es schwierig, und zwar, es gibt bestehende Geräte, gell? Also Hardware, die einen, ja, eine Verwaltung über Telnet zulassen. Gell? Also das kann ein, das könnte zum Beispiel ein netterer Router sein, gell? Das könnte aber auch ein Drucker-Server sein, ein Print-Server. Gell? Also wenn wir Hardware haben, und Hardware ist vielleicht nicht neu, aber Hardware wird dann über Telnet verwaltet, gell? Und dann wird man nicht hergehen und die Hardware wegwerfen, weil sie eben einen Telnet-Server drauf hat, statt ja, zum Beispiel eine gesicherte Webserver oder so, der über HTTPS dann läuft, gell? Okay. Also, hier ist einfach abzuwägen, gell? Also Hardware wird nicht ausgetauscht, wenn sie im Büro steht oder wenn sie in der Firma steht, gell? Weil die ist über Telnet dann
ja, verwaltet wird. Gell? Also nicht, dass ihr mir später mal zum Chef geht und sagt, ja unten der Drucker, gell? Den muss man mit Telnet da verwalten, deswegen werft man weg, gell? Weil das hat der Lunger gesagt, gell? Nee, nee, gell? Okay, die Hardware, die lebt weiter, gell? Aber die Server, auf denen wir die Software installieren können, gell? Dort installieren wir nicht Telnet, sondern SSH, um eben einen remoten Zugriff zu gestatten. Gell? Okay. Aber wo wir alte Hardware haben, setzen wir sie weiterhin ein. Wo setzen wir Telnet noch ein? Und zwar Telnet als Client-Programm und serverseitig aber ganz was anderes. Und zwar, stellt euch mal vor, wir haben jetzt einen Dienst, gell? Okay? Also Dienst mit einem Protokoll auf der Anwenderschicht, gell? Und wir wollten das jetzt debuggen gehen. Und wenn das so ein textbezogener Dienst ist, gell, dann könnte man als Client, gell, wenn wir das alles in Entwicklung haben, auch Telnet verwenden, gell? Also Telnet als Debug-Instrument im Netzwerk, gell? Also wenn wir da schauen, gell, wir haben vorher beim anderen Video da Nmap Localhost gemacht, gell? Und dort haben wir da gesehen, da ja, ist ein Port 80 offen, das ist ein Webserver, gell? Okay. Also bräuchte ich jetzt einen Client, jetzt könnte ich hergehen, gell? Und da mal Localhost schreiben, schauen, was da rauskommt, gell? Die Default-Seite des Apache kommt raus, gell? Okay, jetzt machen wir etwas, ich mache jetzt ein Telnet Localhost. Und wenn ich das einfach so aufrufe, dann muss eine Fehlermeldung kommen, weil auf Port 23 ist niemand zu Hause. Gell? Also Port 23 kann ich schon klopfen. Ist niemand da. Gell? Okay. Aber wenn ich ihm sage, nein, nicht Port 23, das ist der falsche, nimm den 80er. Gell? Oh, da ist jemand. Gell? Und wenn ich jetzt dann mal sage, get index.html, schauen wir mal, ob das so heißt. Gell? Genau. Wenn ich da dieses mache und dieses getIndex.html, das ist Teil des HTTP, gell, also dieses Hypertext Transfer Protokolls, dann bekomme ich diese Seite hier, okay, die HTML-Seite. Ich kann also mit Telnet einen Webbrowser simulieren. Also ich kann jetzt sagen, du gib mir das, gell, und jetzt kann ich das interpretieren gehen. Gell? Okay, ja schön, gell. Durch feiner HTTP mit dem Firefox zu debuggen anstatt mit Telnet, gell? Aber wenn wir ein Protokoll entwickeln und wir sind zum Beispiel beim Server, haben noch keinen Client, dann kann es sinnvoll sein, mit Telnet so etwas zu machen, gell? Also Telnet, dann der Name, gell, des Servers, gell, oder die IP-Adresse und dann die Angabe des Ports, gell? Und schon können wir damit arbeiten, gell? Das funktioniert nicht nur mit Port 80, es funktioniert auch mit anderen Ports, gell? Also, Telnet ist ein Server, gell? Als Server ist er gestorben, außer es ist ein Server auf einer speziellen Hardware, wo wir halt den Telnet-Server haben, um das Gerät dann zu verwalten, gell? Und ja, solange er läuft, läuft es, gell? Telnet als Client gibt es, gell? Wofür wird Telnet als Client verwendet, gell? Nicht um entfernte Server zu verwalten, sondern um eben solche Sachen zum Beispiel zu machen. Dafür braucht man das manchmal, gell? Okay, so, kommen wir zu Telnet. SSH. SSH, jo, ist eine feine Sache, weil damit können wir also uns remote verbinden, gell? Da gibt es dann auch verschiedene Sachen, jemand macht damit auch ein kleines Tunneling oder so, gell? Aber es, ja, da sind dann eben verschiedene Sachen, die man da machen kann, gell? Okay, einmal Klammer zu. Wir haben gesehen da, nmap localhost, dass wir hier lokal einen SSH-Server laufen haben, gell? Also SSH ist der Client, der SSHD, das ist der Server, gell? Jetzt wenn ich das da so starte, gell? Required execute with the absolute pass, gell? Also er will das so nicht starten und zweitens, ich darf das nicht als Kerl, gell? Okay, das ist der Server. Und dann verbinden wir uns mal mit dem Server, gell? Sagen wir mal, ja, SSH, gell? Der Login, Kerl at localhost, gell?
So, dann sagt er, nimmst du den Schlüssel an, gell? Okay, der muss ausgehandelt werden, gell? Und da muss ich Yes sagen, gell? Und da sagt er, wer bist du, gell? Da gebe ich jetzt ein bla bla bla, gell? Und ich bin jetzt verbunden. Ich habe jetzt mit SSH mit mir selbst verbunden, gell? Okay, macht zwar nicht viel Sinn, aber ja, das passt, gell? Ich könnte mich mit SSH auch mit einem ja, Server im Internet verbinden, gell? Okay, das ist dann schon lustiger, gell? Also wenn ich auf dem Server der Schule etwas verwalten muss, gell, dann verbinde ich mich mit SSH mit dem Server der Schule, gell? Okay. So, mit SSH kann man sich also entfernt verbinden und dort dann arbeiten, gell? In der Konsole arbeiten, wie man sagen, oder in der Shell, gell? Deshalb haben wir auch so ein paar Instrumente gemacht, um dort arbeiten zu können, wie den VI-Editor oder so, gell? Also damit kann man auch in einer Sitzung auf einem Server in der Konsole dann zum Beispiel Textdateien editieren, gell? Okay? Ohne dass wir einen Desktop brauchen oder überhaupt haben, gell? SSH, gell, rund um SSH gibt es so ein paar Tools und eins ist ganz fein, das ist das SCP. Mit SCP kann ich eine Datei, gell, also wenn ich da jetzt die README zum Beispiel nehme, gell, übertragen, so wie SCP, gell, auf curl@local Host und dann muss ich einen Doppelpunkt als Trennzeichen machen. Und jetzt kommt der Pfad, wo ich es ablegen will. Gell? Und wenn ich das nicht ablege, dann landet es dann auf meinem Home-Verzeichnis, also Home-Verzeichnis vom Kerl. Gell? Okay? Ja, das mit SCP, das ist eine feine Sache. Gell? Also da kann man dann verschlüsselt von der Befehlszeile weg Dateien irgendwo hin übertragen oder auch her übertragen. Gell? Also ich kann das jetzt sagen, gell? Immer Quelle Ziel. Also wenn ich von hier nach draußen, muss ich zuerst die Datei angeben oder die Dateien, gell? Und dann eben Benutzer at Rechner, Doppelpunkt und dann optional den Pfad. Gell? Ich kann aber auch umgekehrt sagen, du kopiere mir vom Kabel dort weg, nimmst die Datei wahr. www, gell? Und ja, da geht es so weiter und dann nehme ich eine Datei mit und die kopiere ich dann ja, zu mir unter DMP zum Beispiel. Gell? Okay? Ja, und dann wird nach dem Passwort gefragt und dann wird kopiert. Das ist dann schon, ja, ist praktisch. Und das ist mit der Grund, warum man zum Beispiel sehr gern, wenn man ein Hosting braucht oder so, auch ein SSH hat. Gell? Also ich muss sagen, ein Hosting ohne SSH, da fehlt mir was, gell? Okay? Natürlich für den Betreiber dann des Servers ist ein Risiko, wenn er SSH weitergibt, gell? Weil könnte auch jemand dann Blödsinn machen, gell? Aber es ist schon eine feine Sache, gell? Okay? Ja. Um das Ganze jetzt sicherer zu machen, als es schon ist, gell? Weil die Sicherheit von SSH, das ist verschlüsselt und alles, aber die Sicherheit hängt auch an der Sicherheit eines Passworts. Gell? Also wenn dieser alte Lehrer mit dem grauen Bart gell, immer bla 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 als Passwort nimmt, gell, dann mag das Protokoll schon sicher sein, wenn jeder weiß, dass er Karl heißt und dass er bla 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 als Passwort verwendet. Gell? Okay? Also die Sicherheit kann nicht höher sein als der, der 50 cm vor der Tastatur sitzt. Gell? Also wenn der immer bla 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 als Passwort schreibt, gell, dann ist da nichts mit Sicherheit. Gell? Okay. Ja, also wir könnten da die Sicherheit auch noch erhöhen zum Beispiel. Und da gibt es mehrere Sachen. Also wir sehen, es gibt die Möglichkeit oder es gibt SSH auf einem bestimmten Port, gell? Also nmap localhost, gell? Es ist auf Port 22, das ist der Default-Port. Und ich muss sagen, die Angriffe auf SSH, also die Versuche auf einen Rechner einzudringen, die laufen oft automatisiert ab. Und diese automatisierten Abläufe, die gehen oft auf Port 22 einfach los und testen dort mal, schauen, ob es ein Root gibt und ob man da reinkommt mit Root, ob es ein User gibt, weil also so die typischen
Logins werden verwendet und dann werden halt so auch typische Passwörter verwendet. Und manchmal, ja, wenn es das mit bla 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 und User zum Beispiel, dann hat er das vielleicht bald mal heraus, gell? Und um das etwas einzudämmen, macht man Folgendes: Man geht den Port von 22 weit weglegen, gell? Man sagt irgendwo, ja, dann legen wir ihn auf bei 8000 oder ja 5222 oder ja irgendetwas, was eben nicht 22 ist und auch nicht ein anderer Default-Port, deswegen dann hinauf bei so und so viel 1000, gell? Okay. Und ja, die Frage ist jetzt, ist das jetzt sicherer? Und die Antwort ist ja eigentlich nein, weil jeder könnte mir ein Nmap auf den Rechner machen und schauen, wo offene Ports sind. Und in dem Moment sieht er, dass der Port 5888 oder so offen ist und könnte doch dann einen Angriff starten. Gell? Also den Port von Port 22 irgendwo hin verlegen, erhöht die objektive Sicherheit nicht. Aber das ist ein bisschen wie Verstecken spielen. Gell? Okay? Also ja, wenn jemand ja mal im Wald ist und der muss da mal im Wald, dann sucht er sich auch einen großen Baum aus, hinter dem er sich verstecken kann. Gell? Okay? Ist nicht, weil der große Baum sicherer ist, gell? Aber weil er sich doch besser verstecken kann. Und das mit dem Port verlegen, gell, bei SSH von Port 22 irgendwo weit weg, das ist wie einen großen Baum aussuchen, hinter dem man sich verstecken kann. Gell? Sicherer ist nicht, aber man wird nicht sofort gesehen. Gell? Das ist dann halt dieses Ziel des Portverlegens. Ja. Was könnte man noch machen? Man könnte, ja, jemand hat vielleicht ein paar Firewall-Regeln oder so, gell? Aber man kann den Port ja nicht schließen, da muss ja offen sein, gell? Deswegen ist das mit den Firewall-Regeln da auch nicht so einfach, gell? Wenn es ein interner Server ist, dann kann man mit Firewall-Regeln vielleicht nur bestimmte Rechner zulassen, so MAC-Adressen dann zulassen oder sowas. Also so etwas geht intern, vielleicht im LAN, gell? Aber extern geht es nicht so gut, gell? Außer man hat auf einem Server draußen die Möglichkeit zu sagen, die Quelle ist ein ganz bestimmter Rechner. Wenn ich eine öffentliche IP-Adresse habe, gell, und die ist statisch, die habe ich, gell, und dann greife ich immer auf den Server draußen zu, immer von der Adresse, dann kann ich dem Server auch sagen, du, weißt du was, du lässt nur Verbindungen von diesem Rechner zu, auf SSH. Und das kann ich dann mit Firewall so einstellen, gell? Und damit sind dann alle, die aus der ganzen Welt versuchen, auf meinen Server da zu kommen und da einzudringen, schon mal vor dem Firewall, gell? Und das ist wie, ja, ist wie die Schlossmauer, gell? Muss man mal drüber, gell? Ist nicht, dass es eine absolute Sicherheit ist, gell? Aber es hilft schon verdammt viel, gell? Und wenn man da bei SSH eine Einschränkung machen kann, gell, dann ist das da eine feine Sache, gell? Ja, was kann man sonst noch machen? Ja, da gibt es so ein Konzept, das ist das Portknocking, gell? Und zwar ist das so, ja, ein Abmachen, ein Klopfzeichen, gell? Portknocking, okay. Dieses Portknocking ist ein Konzept, wo man dann sagt, bevor man eine SSH-Verbindung aufnehmen darf zum Server, muss man auf einen anderen Port anklopfen. Gell? Okay? Lieb klopfen. Und wenn man lieb klopft, dann macht der SSH auf und dann darf man sich anmelden. Die Authentifizierung bleibt trotzdem. Aber man muss vorher wissen, wo man anklopfen muss. Gell? Das ist Portknocking. Und dieses Portknocking macht es jetzt schon sicherer, weil jetzt ist es nicht mehr nur Verstecken spielen. Weil jemand muss eine zusätzliche Information haben. Jemand muss wissen, auf dem Port muss ich mal klopfen. Und das da, ja, ist dann wirklich ein Pluspunkt. Das ist nicht nur Verstecken spielen. Gell? Oder was anderes nachher ist dieser Dienst Fail to Ban. Das ist jetzt nicht speziell für SSH. Gell? Aber Fail to Ban, das ist eine Möglichkeit. Im Unix-Bereich ist das vor allem eingesetzt, weil schau mal in Python geschrieben, gell? Systemprogrammierung in Python, gell? Okay. Und was macht ein Fail to Ban?
Filterbahn, schaut, wenn sich jemand anmeldet, gell? Und er weiß das Passwort, also lass ihn rein, gell? Okay? Wenn jemand das Passwort gestohlen hat, ist er drinnen. Wenn jemand aber jetzt da einfach nur Versuche startet, dann sagt Filterbahn nach ein paar Versuchen, du, hoch mal, was machst denn du da, gell? Okay? Wenn ihr da versucht, immer ein Schloss aufzumachen irgendwo bei einer Tür und ihr schafft es nicht, gell, kommt mal der Polizist vorbei und fragt euch auch, was machst denn du da, gell? Okay? Und Filterbahn macht genau das, gell? Okay, also der sagt dann, Moment mal, wenn du jetzt da 5 Versuche gemacht hast, gell, und es hat nicht funktioniert, gell, dann lass ich dich nicht mehr probieren. Dann ist ausgespielt, gell? Das ist Filterbahn. Geil, Filterbahn ist jetzt auch ein Sicherheitsplus, ist aber auch ein Risiko. Weil, warum ist das ein Risiko? Wenn jemand eine Denial of Service, eine DOS-Attacke auf meinen Server startet und der kann dann nur von daher gehen und auf meinem Server ständig den ja, SSH-Server da mit Versuchen vollmüllen, geil, und dann wird er sagen: Du, Hilfe, halt, nein, 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 stopp, niemand darf mehr. Aber ich auch nicht mehr dann, gell? Ja, oder vielleicht schon, gell, ist jetzt nachdem, wie das konfiguriert ist, gell? Aber Fail-to-Ban kann einen Server dann auch ganz schön zum Narren halten, gell? Weil, oder wenn jemand sagt, ja, das ist der Karl, gell, dann macht da einer einen Angriff auf Karl at Server, gell? Und wenn der Karl dann kommt, dann sagt der Server, du Karl hast schon zu oft probiert, gell? Du darfst nicht mehr, sagt der Karl, wie oft probiert? War überhaupt noch nicht da heute, gell? Aber doch, Fail-to-Ban hat das gemeldet, gell? Ja, oder? Wir haben schon gesagt, wir können auch eine Sicherheit erhöhen, indem wir MAC-Adressen einschränken. Gell? Jetzt haben wir aber gelernt, MAC-Adressen können wir vielleicht softwaremäßig setzen, verändern. Gell? Also ist das dann auch nicht unbedingt ein sehr großer Zugewinn. Gell? Aber jemand muss dann schon mal wissen, welche MAC-Adressen erlaubt sind. Gell? Und ja, das ist dann schon ein Gewinn. Gell? Ja, das waren jetzt ein paar Sachen zu SSH. Gell? Ja, bei Microsoft, gell, Telnet war früher immer dabei, inzwischen glaube ich, Telnet nicht mehr dabei, als Client, nicht als Server, gell. Okay. Und SSH, ja, ist vielleicht auch dabei, gell. Aber es gibt etwas, das heißt Putty. Und Putty ist ein kleines Programm. Und mit diesem kleinen Programm kann man sich remote anmelden. Mit Telnet oder auch mit SSH, gell. Und ja, jemand, der vielleicht mal vorhat, auf einem Windows-Rechner zu arbeiten und sagt, ah, vielleicht brauche ich doch mal vielleicht ein SSH oder so, weil, okay, ja, der hole sich Putty und mit Putty kann er dann sich remote verbinden. Gell? Okay, ja, das waren diese Sachen noch zur remoten Verbindung und dann werden wir noch so ein paar kleine Instrumente sehen. Gell? Okay.